Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Fraktion Die Linke. Herr Kollege Harald Wolff, bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich frage, wie bewertet der Senat den Sachverhalt, dass der Bundesverkehrswegeplan, der den Weiterbau der A100 bis zur Storkower Straße beinhaltet, ohne Beteiligung der Bundesumweltministerin aufgestellt wurde und diese, wie in der Presse nachzulesen war, erklärte, es gehe dem Bundesverkehrsminister anscheinend nicht um Öffentlichkeitsbeteiligung, sondern um Klingelwirtschaft und der Plan, wiederum Zitat der Bundesumweltministerin, solle offensichtlich gegen Veränderungen immunisiert werden. Kann der Senat diese Bewertung nachvollziehen? Für den Senat antwortet Herr Senator Geisel. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Abgeordneter Wolff, ich will hier an dieser Stelle Diskussionen innerhalb der Bundesregierung nicht bewerten. Ich sage nur, es handelt sich um einen nachvollziehbaren Vorgang. Im März 2011 hat der Berliner Senat den Verkehrsplan für Berlin beschlossen. Da war der 17. Bauabschnitt der A100 bereits enthalten. Seither gibt es dazu eine Diskussion hier in Berlin. Und am 16. März hat der Bundesverkehrsminister den Referentenentwurf zum Bundesverkehrswegeplan vorgelegt. Der wird bis zum 2. Mai öffentlich zu kommentieren sein. Dann wird es eine Auswertung geben. Und ich glaube, zum Ende dieses Jahres ist dann eine Beschlussfassung im Kabinett vorgesehen. Und ich gehe davon aus, dass es dann eine gemeinsame Beschlussfassung im Kabinett dazu geben wird. Und je nachdem, wie dieser Beschluss ausfällt, resultiert daraus für uns ein Planungsauftrag oder auch nicht. Und sollte Berlin einen Planungsauftrag bekommen, dann folgt daraus selbstverständlich ein entsprechendes Planfeststellungsverfahren mit den entsprechenden Bürger- und Behördenbeteiligungen. Vielen Dank, Herr Kollege Wolff, für eine Nachfrage. Bitte schön. Nun, ich finde, es sollte auch den Umweltsenator interessieren, inwieweit von Seiten der Bundesregierung ein Planwerk, das ja auch Berlin tangiert, dort das Umweltministerium involviert worden ist. Nun aber zu meiner Frage. Nun ist ja der 17. Bauabschnitt der A100 entgegen der ursprünglichen Anmeldung des Senats als eigenständiger Bauabschnitt nicht mehr als eigenständiger Bauabschnitt enthalten, sondern mit dem 16. Bauabschnitt zu einem Projekt zusammengefasst worden, mit der Folge, dass kein Projektdossier existiert, keine gesonderte Umweltbewertung, keine raumplanerische und städteplanerische Bewertung vorliegt, auf die sich Bürgerbeteiligung beziehen kann. Können Sie dann nachvollziehen oder wie bewerten Sie das denn, dass jetzt auch von Umweltinitiativen, von Anwohnern auch der Auffassung ist, dass auf diese Art und Weise Bürgerbeteiligung ausgehebelt und der Verkehrswegeplan und der Bau der 100 gegen Veränderungen immunisiert werden kann, um die Worte von Frau Hendricks noch mal zu verwenden. Herr Senator Geisel, bitte schön. Ja, Herr Abgeordneter Wolff, ich habe zur Kenntnis genommen, es hat am Donnerstag oder Freitag vergangener Woche eine Pressekonferenz der Linkspartei gegeben mit, glaube ich, Herrn Moritz gemeinsam von den Grünen mit der Mitteilung, dort solle Bürgerbeteiligung ausgehebelt werden. Diese Pressekonferenz beruht auf einem Irrtum, einem schlichten Irrtum. Ich habe hier gerade gesagt, dass selbstverständlich eine Bürgerbeteiligung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens stattfindet und dass diese Schlussfolgerung, die Sie da gezogen haben, aus dem Referentenentwurf des Bundesverkehrswegeplans nach unserer Ansicht nicht gezogen werden kann. Selbstverständlich gibt es dazu eine ganz normale Bürger- und Behördenbeteiligung, wenn der entsprechende Kabinettsbeschluss erfolgt. Ich will Ihnen aber auch als Umweltsenator etwas sagen, warum ich sowohl den 16. Bauabschnitt sinnvoll finde, als auch die Fortsetzung im 17. Abschnitt. Gerade weil wir eine enorme Verkehrsbelastung in der Mitte der Stadt haben, gerade weil wir diese Verkehrsbelastung in der Mitte der Stadt haben, sowohl bei Feinstaub als auch bei Stickoxiden, ist es wichtig, diesen Verkehr aus der Mitte der Stadt herauszunehmen. Deshalb setzen wir auf den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, des Fahrradverkehrs, des Fußwegeverkehrs. Das ist der Schwerpunkt.
Und das zweite oder dritte Element dabei ist, dass wir den Verkehr auch um die Mitte der Stadt herumleiten. Und dazu brauchen wir den 16., 17. Bauabschnitt, um gerade die Bürgerinnen und Bürger an den jetzt belasteten Gebieten, beispielsweise in Oberschöneweide, entlasten zu können. In der Gesamtbewertung werden dadurch mehr Menschen entlastet von Verkehrsemissionen als belastet. Das ist die Debatte, die wir dazu führen. Und deswegen sehe ich dem als Umweltsenator Frohgemut entgegen. Wir werden schauen, was aus dem Planfeststellungsverfahren herauskommt. Vielen Dank. Die zweite Nachfrage geht an Frau Kollegin Matuschek von der Fraktion Die Linke. Ja, Herr Senator, wir reden ja überhaupt nicht über das Planfeststellungsverfahren, ohne dass Sie sowieso da nichts bauen können, sondern wir reden über den Bundesverkehrswegeplan. Und dann frage ich Sie nochmal, wie erklären Sie denn den Bürgern, wenn Sie denn Einfluss nehmen wollen oder auch nur Informationen haben wollen über den 17. Bauabschnitt der A100, der in der jetzigen Form des Bundesverkehrswegeplans gar nicht mehr auftaucht und deswegen auch keine Informationen über das Portal erlangt werden können und auch keine Einwendungen eingereicht werden. Wie erklären Sie denn den Bürgern, dass auf merkwürdige Weise der 17. Bauabschnitt, für den es keinerlei Untersuchungen gibt, keinerlei Informationen gibt, von in diesem Bundesverkehrswegeplanentwurf als schon im Bau befindlich klassifiziert wird. Und deswegen der Frau Bürger... Frau Kollegin, jetzt bei aller Großzügigkeit, die Frage ist verstanden worden. Das ist schön, wenn Sie die Frage verstanden haben. Ich hoffe, der Senator hat sie auch verstanden. Wie erklären Sie das den Bürgern, dass sie ihre Einflussmöglichkeiten dennoch wahrnehmen können zum 17. Bauabschnitt? Bitte schön, Herr Senator Geisel. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Abgeordnete Matuschek, so groß ist die Überraschung, dass es einen 17. Bauabschnitt zur 100 geben soll, ja nun auch nicht. Auch im letzten Bundesverkehrswegeplan war der 17. Bauabschnitt enthalten. Und zu den Planungsfortschritten oder den Planungsfortgängen habe ich ja jetzt hier schon mehrfach Stellung genommen. Dankeschön.